Komm, jump mal drüber. Vorführeffekt. Soll ich jumpen, Bruder? Ja, jump mal, jump mal. Ich hab meine Hose gekauft. Halt mein Handy, Bruder. Halt Handy. Bruder, mir zu sagen. Ey, jump mal über das Riesending da, Alter. Bruder, ich bin so. Hoch, Digga. Ich verbrenne. Ja, bist du mit dem Lars? Komm, du auch. Komm, ey, ich blamier mich jetzt auch mal. Halt mal fest. Ich blamier mich jetzt, aber ist egal. Ist die Rancher braucht. Man springt über Feuer und begrüßt sozusagen den Frühling und vertreibt die Geister und so weiter und so fort. Hier, halt mal so fest. Nicht die Knöpfe drücken. Ich hab was drauf gemacht. Ja, super. Bruder, ich hab da. Ich stell mir ein kleineres Feuer, weil ich hab Jeans und so an. Das gibt es. Bruder, geht da, ja. Waschallah, waschallah. Ja, nimm mal. Ja, ey, wer richtig Eier hat, der springt über das Riesenfeuer da drüben. Da ist ein Riesenfeuer. Aber da braucht man Eier für. Ey, soll ich das Riesenfeuer probieren? Ey, tut mir leid, Jungs, ey, ich will mich nicht verbrennen so. Das ist ein bisschen zu heftig. Alter, um es kurz zu machen. Warte mal, ich muss eine kurze Ansage machen. Hier, ich bin mit zwei Kollegen da. Stellt euch doch mal vor, was ist los? Der Iran aus Wien, sofort zum Verein. So, ganz kurz erklärt, das ist iranisch-persischer Brauch. Çarşamba de Suri nennt sich das. Und zwar macht man Feuer, springt über Feuer und versucht so die bösen Geister und so weiter und so fort zu vertreiben und begrüßt sozusagen den Frühling. Bei uns ist ja Ende März, 21. März ist ja bei uns Frühlingsanfang. Jetzt in ein paar Tagen ist auch bei uns Neujahr. Und ja, wollte ich euch mal kurz vorführen. Einfach ein bisschen über Feuer springen, ein bisschen tanzen, lachen. So feiern wir halt, ne? Also bis bald.